Der Trainingsauftakt bei Eintracht Trier, er war eine hitzige Angelegenheit. Bei Temperaturen unweit der 30-Grad-Marke legte die Mannschaft auf dem Moselstadion-Gelände los. Mit dabei waren die bisherigen Neuzugänge Milat Salem, links im roten Leibchen, Tion Thaler, rechts neben ihm, und Leon Brodersen. Weitere Neuzugänge wird es geben, wie Trainer Josef Sina ankündigte. Ja, wir sind auf einem guten Weg, aber es reicht so noch nicht. Wir müssen uns noch verstärken, auf jeden Fall. Wir haben jetzt in den nächsten Tagen noch einige Testspieler dabei, die werden wir uns genauer ansehen. Und wir werden sicher noch auf dem Transfermarkt tätig werden. Nach einem Aufwärmprogramm und Übungen mit Ball sowie zur Kräftigung gab es ein Abschlussspiel. Die ersten Eindrücke von Milat Salem, der schon 100 Drittligaspiele auf dem Buckel hat, sind positiv. Ja, war sehr gut, hat Spaß gemacht. Wir haben locker angefangen. Es war ein sehr schönes Wetter. Wir haben viel geschwitzt, das ist wichtig. Und jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns alle besser kennenlernen und ja, die nächsten Wochen entscheiden. Es wurde sehr gut aufgenommen. Die Jungs sind super höflich. Ich glaube, wir haben auch eine gewisse Qualität in der Mannschaft. Das hat heute richtig viel Spaß gemacht und ich freue mich ganz, ganz besonders auf die nächsten Wochen. Auch Trainer Josef Sina ist mit dem Start zufrieden. Die Jungs waren sehr engagiert, machen einen guten Eindruck, ziehen super mit jetzt beim ersten Training. Von daher gibt es nichts zu meckern. An seiner Seite wirkt mit Farudin Kudusovic ein alter Bekannter als Co-Trainer. Fatz übernahm beim Aufwärmen und Erklären von Übungsformen das Kommando. Die Spieler müssen sich dabei an eine neue Ansprache gewöhnen. Denn Kudusovic Ansagen erfolgen zumeist in Englisch. Also dann, let's go Eintracht!